Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel bei mir auf dem Kanal Skyhaven. Endlich raus aus dem Early Access, beziehungsweise aus der Alpha ist es, glaube ich. Im Early Access befindet sich es, meine ich, noch. Aber wir haben die Version 1.0.0.269 erreicht und ich habe jetzt, weiß ich, sehr, sehr lange darauf gewartet, das endlich mal spielen zu können. Und es passt natürlich perfekt in das Aviation-Thema bei mir auf dem Kanal. Nachdem wir ja bereits Airport CEO in 2 Staffeln gespielt haben und gesehen haben, dass es da ganz cool ist, ein neues Flughafen-Aufbauspiel, welches uns die Möglichkeit gibt, from scratch sozusagen, vom Beginn der Flugaktivitäten bis in die Neuzeit zu spielen und einen Flughafen aufzubauen. Ja, und da wollen wir direkt anfangen. Neues Spiel, hier sehen wir das einmal, ne? Wir könnten in den 70ern starten oder wir starten 1916, The Beginning, mit einer Start-Balance von $25.000. Ja, wir haben 2 Jahre Daily History Duration und Sandbox machen wir nicht. Wir fangen einfach mal an. So, hier steht's nochmal, The Beginning. Na, der erste Schritt in den Himmel weltweit wird nach neuen Elementen zum Nutzen der Menschheit gesucht. Post und Express. Frachtgut wurden nie schneller zugestellt. Abenteurer und Exzentriker testen die neuen Formen des Reisens, wobei Flugzeuge sich gewiss niemals mit Schiffen und Zügen werden messen können. Merkmale der Ära. Kleine Propellerflugzeuge, viel Post- und Frachtflüge, einige Passagierflüge mit reichen Fluggästen. Ja, nice. Also, merken wir uns, dass wir in dieser Zeit hier vor allem Post- und Frachtflüge haben. Und ja, das hier ist die Karte. Und hier kann man nach und nach, so wie es aussieht, auch Land hinzukaufen. Wow, für 150.000. Ja, so viel haben wir nicht. 25.000 haben wir auf dem Konto. Und ich habe da bereits einmal das Tutorial gespielt vor längerer Zeit. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gucken mal, hier unten gibt es die einzelnen Gebäude, die man so haben kann. Also Betriebsgebäude, Einrichtungen, ein Frachtlager und ein Treibstofflager. Ja gut, brauchen wir natürlich nachher. Dann Flugplatzgebäude, ein Büro, immer wichtig. Das brauchen wir für Forschung. Dann gibt es ein Grasvorfeld, eine Graspiste, also unsere Start- und Landebahn und die Graspistenabfahrt. Dann haben wir eine Rollbahn und wir haben Feldwege und wir könnten theoretisch noch ein bisschen dekorieren, indem wir hier verschiedene Sachen noch hinbauen. Ja, das brauchen wir noch nicht, ne? Und dann haben wir hier den Bulldozer, um verschiedene Sachen abzureißen. Da würde ich sagen, fangen wir mal an. Mit der Graspiste. Fangen wir mal an mit der Graspiste und gucken mal, was wir damit machen können. Na, Taste R heißt drehen. Hier können wir noch mal ein bisschen hin und her schieben. Aber wir sehen hier auch, dass das da nicht so richtig weitergeht. Nicht so, wie wir das gerne hätten. Ich glaube, ich fange hier oben in der Ecke an. Und wir schauen mal, dass wir das hier irgendwie halbwegs anständig hinkriegen. Das hier machen wir mal kurz weg, das stört. Ja, und wer sich wundert, warum das hier so aussieht, wie es aussieht, ich spiele ja auf einem 21:9 Breitbild-Screen und dementsprechend ist das ja hier für... 4:3 ist es, glaube ich. 4:3 ausgerichtet oder 3:4, 4:3, na egal. Eins von beiden. Und ja, deswegen ist hier am Rand noch ein bisschen was zu sehen bei mir. Das ist so das Extra, was ich mit dem Widescreen habe. Okay. Ich würde auch sagen, wir experimentieren hier gar nicht lange rum, sondern fangen einfach mal an. Später werden wir den Flughafen wahrscheinlich umbauen müssen. Was ich bei Airport CEO gelernt habe, nicht zu nah am Rand bauen. Nicht zu nah am Rand bauen. Machen wir mal so. Okay, also die ersten $1.350 sind weg. Gut, dann brauchen wir Grasvorfeld Parkpositionen. Können wir mal rangehen und mal gucken. Hier ist nämlich die Herausforderung, das weiß ich noch, dass wir hier so eine kleine Straße vorne drin haben, ne, was so aussieht wie so ein, wie eine Kreuzung quasi. Und das ist der Weg für unsere Betriebsfahrzeuge, wenn man so möchte. Ne, und das, was jetzt von oben nach unten läuft, das ist die Rollbahn, aber die können sich nicht überschneiden. Das heißt,
Wir müssen sehen, dass wenn, na, wir müssen ja hier auch gleich noch irgendwo unsere Treibstofftank und auch das Frachtterminal hinbauen. Und die müssen ja verbunden werden, diese Stands, nenne ich sie mal, mit den Infrastrukturbetriebswegen. So, mit den Betriebswegen müssen die verbunden werden. Und die können sich leider nicht mit der Graspiste, also mit der Rollbahn, kreuzen. Na? Das heißt, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das am besten bauen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen hier mal an. Ne? Und dann muss es auch so gebaut werden, dass es zeitsparend und effizient ist. Nee, wir fangen mal an mit einer Abfahrt. Bauen wir mal da eine hin. Und wir bauen hier in die Mitte nochmal eine. Ach, jetzt kommt das von der anderen Seite. Ja, okay, bauen wir da nochmal eine hin. Komm, wir haben es ja. Und dann bauen wir hier nochmal eine ein. Also von hier aus starten die ja. Das heißt, die werden hier auch irgendwo landen an der Stelle. Und damit die nicht ganz bis zum Ende rollen müssen, baue ich hier auch schon mal eine hin. Dann gucken wir mal rein. Grasrollbahn. Genau. Nehmen wir mal so in diese Richtung. Na, ist auch ganz nett gemacht, weil sich das dann teilweise selber justiert und ausrichtet. So, da haben wir die schon mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt brauchen wir unsere Grasvorfeld-Betriebspisten, Grasvorfeld-Parkpositionen. So, die kommen also von da und fahren dann hier irgendwie weiter. So, da haben wir jetzt schon mal eine hingestellt. Da hätten wir nochmal zwei. Wir müssen ein bisschen aufs Geld natürlich auch gucken. Das kostet ja alles ein bisschen was. Und ich bin nämlich gerade überlegen, wie ich das am besten mache, dass ich hier vorne auf die Seite noch weitere von diesen Stands bauen kann. Deswegen will ich hier eigentlich mal ein bisschen Platz lassen in der Mitte, um das hier so durchzuziehen. Das Problem ist, wenn ich das hier durchziehe, dann müsste ich irgendwie hintenrum probieren, also hier irgendwie rumfahren und probieren, um diese Straße, die Betriebswege zu verbinden mit den Stands. Ja, das ist ja schon wieder ärgerlich. Das ist ja schon wieder ärgerlich, weil ich kann die hier nicht einfach weiter geradeaus durchführen, wenn hier ein Rollweg lang geht. Also es ist wirklich ein bisschen blöd. Noch, aber vielleicht, ja, vielleicht finde ich da ja noch eine Lösung. Vielleicht ist die Lösung auch eine ganz einfache. Vielleicht ist die Lösung auch eine ganz einfache und ich muss einfach so wie so ein E quasi hier diese Betriebswege machen und dann sehen, dass die hier vorne irgendwie, also da hinten dann mit der Rollpiste weiterkommen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Würde aber bedeuten, dass wir hier gar keinen Zwischenweg bräuchten. Ich mache ihn da trotzdem mal rein. Nee, macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Also machen wir hier einfach erstmal weiter. So, es passt ja da trotzdem nicht hin. Na komm, dann machen wir es halt so. Ja, ist auch ein bisschen blöd, dass das, nachdem ich es einmal verwendet habe, weggeht. Das hätte ich gern anders. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Feldweg. So, einmal verbinden. Haben wir. So, da bauen wir auch einen Feldweg hin. Und wir müssen gleich die Grasrollbahn natürlich irgendwie wieder hier vorne hinbringen, sodass die miteinander verbunden sind. Weil die hier nicht auf der Hochachse sozusagen drehen können, sondern die müssen, ja, die müssen hier rausrollen und dann da weiter. Also wie es ganz normal ist. Sag ich mal, bei so einem normalen Flughafen. Okidoki, dann haben wir ja gerade schon mal gesehen, Frachtlager und wir haben ein Treibstofflager. Ja, da habe ich am Anfang, als ich das einmal gespielt habe, den Fehler gemacht und habe die hier vorne irgendwo hingebaut. Und dann habe ich festgestellt, dass die
extrem lange Fahrwege haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Also bauen wir die hier vorne hin. Also bauen wir die einfach hier vorne hin und... warten drauf. Ja, verwerfen. Dass dann unsere Flugzeuge kommen. Na, weil der Tankwagen und die Frachtzulieferungen, die fahren natürlich auch bis hier vorne hin. Und das ist einfacher und kürzer, effizienter, sag ich mal, um das hier direkt in die Nähe zu bauen, weil die müssen natürlich von hier aus mit ihren kleinen LKWs zu den einzelnen Stands fahren. Und ja, wenn sie das von da hinten machen würden, dann würde es deutlich länger dauern, ne? Weil die Fahrwege sind natürlich mit einberechnet. So, dann ist wichtig, dass wir hier Fahrzeuge zuweisen. Also wir haben ja schon mal 3 Stands, 4 haben wir sogar schon. Und dann müssen wir Parkplätze hinzubauen, damit wir diese wunderschönen Büssing ZU500 LKWs kaufen können. So, 4 Stück sind gekauft. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier vorne einmal mit Vorfeld manuell verknüpfen oder aber mit der automatischen Verknüpfung alle Vorfelder zu verknüpfen. Und schon sind die zugewiesen, was ja ziemlich gut ist. Achso, und falls ihr euch wundert, warum ich mich so komisch anhöre, ich bin immer noch erkältet. Aber ich befinde mich auf dem aufsteigenden Ast, könnte man sagen. Die sind ein bisschen teurer und werden mit der Zeit auch teurer, die Parkplätze. Ah, da haben wir nur 3, dann bauen wir noch einen und kaufen noch einen 4. hinzu. So, genau. Und wir verknüpfen die auch automatisch. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch ein bisschen handeln und agieren, indem wir... Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Wir sind ja noch nicht fertig, indem wir jetzt sagen, okay, also das Schöne ist, dass man hier auch schräg bauen kann. Das habe ich zum Beispiel bei Airport CEO immer so ein bisschen vermisst, dass man hier auch schräg bauen kann. Machen wir es mal so. Ja, und dann haben wir noch ein Gebäude, was wir bauen können. Warte, da unter Flugplatzgebäude, nämlich unser Büro. Und ich finde da, das kann ruhig hier hin. Das muss nicht so nah dran sein. Das Büro brauchen wir, um zu erforschen, sage ich mal. Um neue Technologien freizuschalten und dergleichen. Gut, also, Folgendes haben wir gemacht. Wir sind schon relativ weit. Mehr können wir gar nicht bauen, als das, was wir jetzt gerade haben. Und wir sind schon relativ weit. Wir können nämlich jetzt noch nur noch 3 Sachen machen. Zum einen, jetzt habe ich auf den LKW gedrückt. Zum einen gehen wir jetzt in die Fuel-Verwaltung, Treibstoffverwaltung oder Betriebsstoffverwaltung, so könnte man auch sagen. Öffnen die einmal und sehen, dass wir ja eine Station, einen Platz und ein Lager haben. 400 Liter Treibstoff haben wir geladen von 7000, das sehen wir hier unten auch. 7000 Liter würden da reinpassen und jetzt müssen wir einen neuen Vertrag abschließen, damit wir auch regelmäßig mit Oil, wie sie es hier nennen, versorgt werden. Ja, und da müssen wir uns jetzt den besten Tarif raussuchen. So, flexibel kostet 3960. Hier kostet es auch 3960. Und hier haben wir schon größere Mengen, die wir derzeit noch nicht brauchen. Also 10.000 kostet 6.780 und hier 6.900. Also es ist doch schon ein bisschen teurer, als man denken würde. So, 15.000. Achso, hatte ich gar nicht. 15.000 hatte ich gar nicht richtig ausgewählt. So, nehmen wir mal 6.000 Liter für 3.960. Unterzeichnen. Wird auch direkt abgezogen. Und... jetzt wollen wir natürlich auch Geld verdienen. Und das können wir natürlich nur dann machen, wenn wir Fracht verschiffen, hätte ich fast gesagt. Verfliegen. Airmail ist es ja letztendlich. Und auch hier müssen wir dann einen neuen Vertrag abschließen. Und dann nehmen wir auch News Air Transporting. Ja, 50 bringen die uns für 700 Dollar. Und dafür kriegen wir dann natürlich Geld von den Maschinen, die hier ankommen. So, und dann würde ich sagen, sind wir
Nein, sind wir fast am Ende angekommen, denn wir erforschen ja noch nichts. Da gucken wir mal rein. Also wir haben jetzt hier im Forschungslabor folgende Möglichkeiten. Einmal Flugzeugservices zu erforschen, Passagierservices, Personal, ne, alle möglichen Dinge, Tankpersonalschulung. Dann geht das alles ein bisschen schneller, denke ich mal. Ne, Permanent Fueling Speedup. Kostet uns aber noch ein bisschen was. Beim Bau können wir, oder Cargo Handling können wir auch noch machen. Verbesserungen für die Geschwindigkeit letztendlich beim Verladen und Beladen. Teerbelag können wir noch machen. Und hier sehen wir auch dran, dass einiges noch auf Englisch ist. Ist noch nicht ganz so schön. Und bei der Flugplanung können wir dann auch noch Sachen machen. Aber wir fangen mal an mit Flugservices. Und dann nehmen wir die fortschrittliche Passlogistik. Da ist sie. So, mit deiner Erfahrung bei den Flugzeugbetankungen kannst du jetzt dein Lager-Layout optimieren und zwei Tankwagen gleichzeitig beladen. Wow. Ja, das ist nämlich das Problem, dass die derzeit nur eines können, also einen beladen können. Kostet uns derzeit 19 Stunden in der Forschung und da bleibt nichts anderes übrig, als Menschen einzustellen. Nehmen wir mal 4, mehr können wir uns eh nicht leisten. Und jetzt sind wir noch bei 7 Stunden in der Erforschung. Heißt, wir müssen hier deutlich zulegen. So, und jetzt habe ich die Pause-Taste einmal gedrückt, beziehungsweise weggemacht. Heißt, wir sind jetzt im Spiel selber und ja, da das jetzt am Anfang ein bisschen dauert, spielen wir mal auf der schnellsten Stufe. Und jetzt müssen wir hier unten links auch immer so ein bisschen in das Feld reingucken, weil irgendwann kommt ja auch der erste Flieger an und den müssen wir noch manuell annehmen. Ne? Wir sehen jetzt auch hier vorne, dass unsere Lager, also ist auch so eine leichte Comic-Grafik, hätte ich fast gesagt, Mail, Aviation Fuel, dass unsere Lager dann auch befüllt werden. Wir sehen, wir haben 50 mal Fracht bekommen und wir haben ja, 6400 mal Treibstoff. Und im Grunde genommen fehlt uns jetzt nur noch jemand, der hier landen möchte. Ha! So, halt, stopp. Und da sind wir auch schon. Also, da sind wir auch schon. Hier kommt ein Großer, der möchte gern 5 Fracht loswerden. Oder würde ich sagen, machen wir doch einfach Vorfeld 1 annehmen. Es ist eigentlich egal jetzt, ne? 4 und 2, weil wir haben ja alle Vorfelder noch frei. Also sind die ersten 3 von den Stands, wie ich sie immer gerne nenne, jetzt besetzt. Und ja, ich meine, ich hatte die Start- und Landebahn so eingestellt, dass sie von da hinten anfliegen werden. Und dann wollen wir auch gleich mal gucken, dass wir den ersten anfliegenden Flieger hier erwischen. Da kommt er. Da kommt er angeschossen. So, und damit verdienen wir natürlich auch ein bisschen Geld, ne? Mit der Geschichte. Okay, und er wechselt die Farbe, je näher und weiter ich drankomme oder weg bin. So, hier unten haben wir jetzt noch einen mit 5. Aber was soll ich sagen? Ja, da haben wir derzeit keinen Stand mehr für frei. Müssen wir noch kurz warten. Aber jetzt können wir mal gucken. Also, hier ist zum einen schon mal der Tanker da und zum anderen ist natürlich auch der LKW da, um das Ganze einzuladen, was er jetzt an Airmail Luftfracht mitgebracht hat. Und jetzt, wenn wir ein bisschen rangehen, sehen wir das auch. Also ein bisschen hier, was ob das Zeitungen sind oder Post oder irgendwas, da wird auf jeden Fall was eingeladen. Ja, und hier sehen wir auch den Fortschritt. Ne? Hier sehen wir dann auch den Fortschritt. Während wir ein zweites, neueres, neu ankommendes Flugzeug hören. So, er hat die Post eingesammelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Siehst du, da stehen die nächsten beiden, die drauf warten, dass der rote Baron hier ausgeladen wird. So, er fährt jetzt hier rein. Und müsste das jetzt eigentlich ausladen. Ja, und das dauert jetzt alles so ein bisschen seine Zeit. Ich lasse mal ein bisschen vorlaufen. Weil ich jetzt gespannt bin, ob er jetzt hier gleich Liefergut. Aha, da können wir auch nochmal genau reingucken. Ob er noch was holt. So, da wurde jetzt beladen und betankt und schon geht der wilde Flitzer.
los. Und wir sehen auch hier so eine kleine Zeitanzeige, bis wann wir die annehmen können. Also bis wann sie verfügbar sind oder wann sie sagen, ach nee, ich lande lieber woanders. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Das wollen wir natürlich nicht, dass die woanders landen, sondern wir wollen, dass die bei uns landen. Ja, wir sehen, wir haben ein bisschen Geld, haben wir schon verdient. Aber man darf auch hier wieder nicht vergessen, ne, um 11 Uhr wird abgerechnet, immer zur vollen Stunde. Dann kommen die Personalkosten oben drauf und die Kosten für den Betrieb der Gebäude und der Landebahn. Und das muss man halt alles mit bedenken zum Schluss. Genauso wie es auch hier eine, ja, eine Anzeige gibt, wie viele Flugzeuge gerade landen wollen und starten wollen. Das ist noch relativ überschaubar. Ist aber auch in Ordnung so. Und so geht es los mit dem ersten Betrieb. Sieht grafisch noch nicht so doll aus, aber es wird im Verlauf des Ganzen besser. Weil wir können ja Teerpisten oder Schotterpisten erforschen, Flughafengebäude, Ausbau des Ganzen. Wir können sogar Terminals selber bauen, wenn ich das richtig gesehen habe, und gestalten. Also es wird spannend. Es wird spannend. Ja, und das soll es für die erste Folge gewesen sein. Kurz und knapp 20 Minuten, schnelle Folgen, und ja, wenn es euch gefallen hat, denkt einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat, falls ihr es denn schon kennt. Oder ja, falls ihr schon Erfahrung habt, wo ich vielleicht schon Fehler gemacht habe, auch mit dem Design hier. Ich probiere sowas ja immer gerne selber herauszufinden. Ja, gehört auch mit dazu, irgendwie so ein bisschen für mich, um so Spiele zu entdecken. Ja, und das soll es tatsächlich gewesen sein. Also. Daumen da lassen, gerne einen Kommentar. Falls ihr kein Abo haben solltet, drückt auf den Subscribe-Button und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.